ich würde stehen bleiben. Verzichte auf deine Vorfahrt. Sorry, das war ich. Verzichte auf deine Vorfahrt, lass ihn da rein. Ja. Okay. Jetzt hast du Platz, kannst fahren. Dann fahren wir außer den Kreise die. Wir zählen zusammen. Dritte Straße wieder raus. Nicht, dass wir uns beide hier verzählen. Bleib links mit dem Blick kurz. Genau. Ich weiß, man guckt nicht so gerne hin, aber wir ziehen das durch. Ja, ja, drei. Also eine noch, ne? Aber das ist so. Ja, deswegen sage ich, wir machen das zusammen. Wir stehen das zusammen durch. Ich habe unsere jetzt so mitgezählt. Ach so, nee, nein, nein. Die nicht, die zählt null. Unsere zählt nicht. Die nächste Straße aus dem Kreisverkehr fahren wir Richtung Dortmund-Derne, also die zweite. Ja, theoretisch darf man hier 50 fahren. Weiß ich nicht, macht nicht viel Sinn, oder? Finde ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Bis zum 1. April 2014 war es nicht verboten, verkehrt rum durch den Kreisverkehr zu fahren. War es nicht verboten. Krass, oder? Ist jetzt auch eine Information, mit der kannst du nirgendwo punkten eigentlich, aber ich weiß es halt. Aber gut, dass ich es jetzt auch weiß. Ja. Kann ich jetzt erzählen. Kannst du jetzt irgendwo erzählen, so, weißt du, 2014, da war mal was mit dem Kreisverkehr. Wir fahren jetzt geradeaus weiter, da kann man nicht blinken. Nicht. Mhm. Jetzt ein bisschen Innenspiegel abchecken. Das war's. Und jetzt machen wir was Verrücktes. Wir machen mal einen Blinker rechts, fahr aber noch weiter. Ist ja hinter dir entspannt. Und dann fahren wir so ganz leicht hier drauf, langsam aber, ne? Viel langsamer. Hier jetzt drauf? Ja, so halb, weißt du? Jetzt fährst du hier so ein bisschen drauf. Hm? Und fährst du ein bisschen zurück. Jo. Guck mal, da vorne ist so eine Verengung. Siehst du die? Ja. Ja, dieses, wo die rot-weiße. Ja. Das haben wir und die andere Seite auch. Damit du eine leichte, lockere und einfache Prüfung hast, musst du Folgendes machen. Du darfst nicht so da durchfahren, als würden da zwei Autos durchpassen. Du musst da durchfahren wie er. Gesehen? Er fährt quasi fast mittig da durch. Mhm. Wenn du Platz lässt, denken die Autos, die von vorne kommen, ach danke, dass er Platz lässt, und quetschen dich noch weiter rüber. Und du denkst so, damit das nicht passiert, musst du kurz vor diesem Ding eine Entscheidung treffen. Entweder ja oder nein. Entweder stehen bleiben oder mittig durchfahren. Oder mittig durchfahren. Gibt kein Jein. Also ein bisschen geht nicht. Das geht daneben. Okay? Cool. Dann nehmen wir den ersten Gang. Wenn es die aktuelle Verkehrslage zulässt, wollen wir uns wieder in den fließenden Verkehr einordnen. Jetzt geht's ab. Junge. So, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Fährst du vor dem Weißen, der da hinten kommt, oder nicht? Ja. Dann Spiegel gucken, so im Blick und raus. Ganz raus, nicht bremsen. Wir fahren. Ja, so. Ich wollte es, ich habe jetzt gesagt, eher nicht. Ach, eher nicht? Ja. Ich dachte, eher nicht. Ach so, nee, dann das hat. Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Also der zuerst am Hindernis ist, der darf übrigens auch zuerst fahren. Ihr habt ja beide ein Hindernis. Also wenn du zuerst da bist, kannst du auch fahren, wenn du willst. Spiegel aber checken, immer. Schön weit oben. Immer mittig. Damit, was glaubst du, wenn du nicht mittig fährst, was der mit dir macht? Der fährt und sagt, danke, Junge. Und du so, und dann ist halt nicht cool. Ne? Spiegel gucken, Seitenblick und dann fährst du einfach so hier drumrum. Schön weg von dem Bordstein. Ja. Probier auch einen dritten Gang, weil offiziell ist hier tatsächlich 50. Ich weiß nicht genau, wie man das machen soll, aber es wäre möglich. So, dann kommt da vorne gleich schon, also nach dieser Verkehrsinsel, wieder so eine rot-weiße Barke. Siehst du die? Ja. Bisschen Gas geben. Man muss hier jetzt quasi eine Entscheidung treffen. Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Und dann fährst du ganz raus. Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Zurück. Wieder. Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Und raus. Und Brain goes on and on and on. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Immer so ein bisschen über 40 bleiben, glaube ich, weil sonst fängt der dritte Gang auch richtig an zu dröhnen. Jetzt musst du wieder eine Entscheidung treffen. Du oder er. Fahren, bleibt stehen. Kann er nicht fahren. Erster Gang. Alles cool, chill. Passiert. Alles gut. Aber du hast deine Entscheidung zu spät, zu lange rausgezögert. Du musst dich davor, weit davor entscheiden, ja oder nein. Und das muss für die anderen auch ganz klar sein, weil sonst, du hast ja gesehen, wie der einfach reinfährt. Ja. Da ist offensichtlich kein Platz, der fährt trotzdem bis an deine Schnauze und sagt, ja was. Du denkst dir, wo soll ich hin, Idiot? Aber deswegen musst du vorher halt eine ganz klare Sache machen. Raus oder warten?
Nächste Straße fahren wir links. Jawohl. Was sagst du eigentlich zu den Trikots? Von Deutschland? Ja. Pink, rosa. Geht, ne? Also ich würde es jetzt nicht anziehen. Ich auch nicht. Also das ist jeder wie er meint, ne? Aber stell mir so eine richtige Football-Mannschaft auch in so rosa Trikots auch ziemlich aggressiv vor. Müsste ich jetzt hier blinken? Nee. Spiegel gucken, Schulterblick. Wenn du blinkst, ist das nie verkehrt. Also da kommt kein Prüfer und sagt so, boah, du hast geblinkt. Schlecht, das wird nicht passieren. Wenn jetzt jemand von vorne kommt, ne? Ja. Kannst nichts machen. Kann ich nichts machen. Stehen bleiben und dann nach rechts, wenn da eine große Lücke ist. Aber es gibt keinen Mittelweg. Nicht, dass du, weil es gibt Fahrschüler, da kommt ein Auto und die denken so, oh, und weichen rechts aus. Dann fliegen die Spiegel, ne? Ja. Guck mal, auf wie viel km/h. Ja. Jetzt ist das weg, jetzt knallt er den nicht mehr rein. Ja. Ja. Guck, er fährt auch schön langsam. Ein Traum. Und dann links. Borussia. Den tue ich nichts. Ja, dann ist immer wie nachts im Zimmer im Dunkeln, muss ich halt ein bisschen reintasten hier. Jetzt guck in den Innenspiegel. Gott. Dass du ihn wirklich siehst, weißt du, dass du das einschätzen kannst. Guck mal, die stehen da alle, ne? Fahr ein bisschen vorsichtiger um die drum rum. Nicht, dass der Gemüsehändler hier uns jetzt gleich die. Ah, ne. War doch ein Schrank. Oben am Ende fahren wir gleich links. Ja. Spiegel mein Auto und diese. Passt doch. Sicher, klar. Auf jeden Fall, gar kein Ding. Ich entspanne mich. Ich nehme noch was von diesen Tabletten. Hat doch gepasst, oder nicht? Ja, hat gepasst, ist vollkommen richtig. Mach jetzt schlau, mach das für dich. Wenn deine Mutter wüsste. Jeden Tag auf der Baustelle läuft einfach Ballermann-Radio. Ja? Ja, jeden Tag. Es ist auch, also, es macht auch Spaß, aber es ist irgendwann auch so ein bisschen, wenn man, wie wenn man zu lange SpongeBob guckt, dann ist irgendwann. Das ist langweilig, ne? Ja, ist man irgendwann auch stumpf im Kopf einfach. Ist die ganze Zeit nur Mia, Julia und Nino und her. Also irgendwann. Zählen wir dasselbe am Tag, ne? Ja, ja. Malle ist nur einmal im Jahr. Es sei denn, man fliegt öfter hin. Ja, genau. So, wenn du nicht gut abschätzen kannst, was hier ist, dann würde ich ein bisschen langsamer werden. Schau ich links rüber. Wir fahren dann schwer zu erkennen. Die zweite Straße gleich raus. Lass dir Zeit. Genau. Langsamer. Langsam mit dem Gefühl. Viel gucken. Guck mal auf das weiße Auto. War das Glück, dass er geblinkt hat. Das ist die erste Straße. Das ist die zweite. Ich wäre in Formel 1. Hier ist Boxengasse abgesperrt. Ortsausgang. Eigentlich 100. Rechts war das 50-Schild. Das kannst du ein bisschen Tempomat wieder anmachen oder so. Ja, hab ich. Ah, ein Traum. Der Fahrschüler relaxt. Ja, Innenspiegel gucken, Innenspiegel gucken, Innenspiegel gucken. Ich finde diese mittlere Spur interessant. Die können scheinbar beide irgendwie zum Überholen nutzen. Beide? Ja, dann doof, wenn es zwei Leute gleichzeitig irgendwie machen, ne? Aber, ja, gibt so richtig keine Begrenzung. Keine Ahnung. Nächste Ampel fahren wir gleich links. Gesehen. Was denn? Wo hinfahren? Autobahn. Ah, jetzt hast du ja hier so einen grünen Pfeil. Das ist schon mal gut. Können wir ganz in Ruhe abbiegen. Fahr mal zweite Gang in der Kurve. Bis dahin. Ja. Und schön dritte Gang hier in der Kurve. Dann ist das schon mal alles gut. Jetzt brauchst du eigentlich gar nichts machen. Kannst auf der Spur bleiben. Also wir müssen nicht wechseln, wir müssen gar nichts machen. Wir bleiben hier. Nur ein bisschen vorausschauend fahren. Guck mal so ein bisschen in den linken Außenspiegel, dass du siehst, welcher Ganove gleich noch angefahren kommt und eventuell sich hier reinmogeln möchte. Mhm. Unter 20, zweiter Gang. Unter 10, erster Gang.
Gut. Dieser Stau ist übrigens nur, weil Leute sich nicht richtig einordnen können. Es gibt hier keinen Grund für diesen Stau. Aber der ist einfach, weil die Leute schon 2 Kilometer, bevor diese Ausfahrt kommt, da hinten Panik kriegen, machen eine Vollbremsung und ziehen dann rüber. Und dann bremsen die alle aus, so wie uns jetzt auch. Aber es passiert nichts. Also da ist nichts. Wir könnten eigentlich ganz normal weiterfahren. Aber ich sag mal so, weil die Intelligenz nicht gerade komplett gleich verteilt wurde, wird es auch so, dass wir hier uns einfach ein bisschen durchschlagen müssen. Fahr ein bisschen vorausschauend, nicht so viel Gas geben, sonst muss gleich krass bremsen. Siehst du den LKW hinter dir? Ja. Gut. Gut. Selbst der hat noch eine Lücke gefunden, alles ist gut. Aber die Leute, die schon 2 Kilometer vorher das irgendwie versuchen, Vollkatastrophe. Bleib im dritten, das ist cool. Musst nichts machen, kannst im dritten bleiben. Erstmal Gas geben. Wir fahren nach Hannover. Siehst du, wo das ist? Ja, rechts. Jo, gar kein Problem. Der Zug hat keine Bremse. Ja, diese Auf- und Ausfahrten, ne? Kannst du immer mit 50 dritte Gang nehmen. Das ist immer cool. Dann hast du immer noch ein bisschen Spiel. Manche Kurven kannst du dann auch 60, 70 fahren, kannst du mit dem dritten schön Gas geben. Aber siehst du, es gibt überhaupt keinen Stau, gar nichts. Manche Kurven gehen dann nur mit 40, dann bremst du einfach, aber die Kupplung brauchst du in der Regel gar nicht. Jetzt ist gleich dein linker Außenspiegel wichtig und ein bisschen Gas geben. Mehr nicht. Schalten brauchst du nicht. Richtig Luxusprobleme hier. Außenspiegel, Blinker links und Gas geben. Hast du einen Seitenblick, bevor du reinfährst. Und lass den Blinker mal an, weil wir sind noch nicht fertig. Muss nochmal Gas geben, beobachten und weiter Gas geben. Und weiter Gas geben. Nein, nein, der muss ja auch mal ein bisschen Motorsport erleben. So, jetzt gehst du gleich direkt vom dritten in den fünften. Den vierten brauchst du gar nicht. Kannst Kupplung drücken. Ja, das Gas. Ach, egal. Ja, jetzt kannst du chillen. Erstmal durchatmen. Hast du gut gemacht. Das war schon mal gut. Jetzt fährt der hier mit 90 oder so, ne? Das heißt, du musst irgendwann in der Prüfung, fahr nicht näher dran. Das ist Käse. Du musst erstmal so schnell werden wie er, also ein bisschen bremsen. Eigenständig überholen. Das heißt, du machst einen Blinker an und guckst mal, wann es passt. Also warte nicht auf eine freie Lücke, schmeiß erstmal einen Blinker an. Das beobachtest du, sieht ganz gut aus, dann Seitenblick und dann gehst du raus. Genau. Blinker wieder aus. Cool. Jetzt würde der Prüfer sehen, du bist in der Lage, 120 zu fahren, du kannst auch überholen. Alles ist cool. Dann sagt er, in Lünen-Süd wollen wir die Autobahn wieder verlassen. Musst du dir überlegen, wo ist deine Lücke, wo gehst du rein? Ziemlich wahrscheinlich macht diese Lücke hier gleich Sinn. Nur nicht bremsen. Nein, nein. Blink erstmal rechts. Bisschen am Gas bleiben. Und dann musst du dich so halb hier rein mogeln, weil er wird auch nicht langsamer werden. Bisschen Gas geben. Siehst du, dass dein Assistent hier blinkt? Gut. Seitenblick und dann gehst du rein. Gut. Bei 300 Metern kannst du mal einen Blinker anlassen. Das sind die 300 Meter. Cool. Innenspiegel beobachten. Ja. Wichtig, noch nicht bremsen. Erstmal locker rüber, mit dem Seitenblick natürlich wieder. Und jetzt bremst du wieder auf 50 runter, ruhig stärker, viel stärker. Oh, und nimmst den dritten Gang. Ah, bleib oben mit deinem Blick. Ganz locker, locker oben bleib. Dritten Gang. Machen wir nochmal einen dritten Gang. Ja, ich weiß. So, jetzt nur noch Schilder gucken, Geschwindigkeit kontrollieren. Ja, meinetwegen schon. Jetzt musst du gut die Geschwindigkeit kontrollieren und selber entscheiden, wie schnell du durch die Kurve gehst. Oh, Zeit lassen, nicht beeilen. Ey, du wirst den... Gib nicht so viel Gas, lass dir mindestens eine Autolänge Platz. Halbwegs schleifen, wieder runterdrücken. Jetzt musst du diese ganze Einfahrt hier auch freilassen, ne? Fahren die Prüfer in der Regel immer Autobahn? Nein, so in 50% der Fälle. Das ist schon okay. Ja, gucken wir uns jetzt die auch entschuldigt. Oder kennst du die? Nee, ich kenne die nicht. Ich auch nicht. Aber die guckt ein bisschen so, als würdest du die kennen. Kein Druck machen. Stopp. Nicht so nah dran. Du musst immer so, dass du den Asphalt dazwischen noch sehen kannst. Ich weiß das ja, aber. Ach so. Ja, der LKW-Fahrer hinter dir weiß das auch, aber. Genauso wie die. Aber er macht trotzdem dunkel. Na, aber lass sie erstmal ein bisschen fahren. Wieder.
Take your time. Wie lange fahren wir eigentlich? Also, wenn in der Prüfung nichts gesagt wird, fahren wir immer. Oh, ja. Es sei denn, das ist verboten. Das musst du dann jetzt gleich abchecken. Da bin ich genauso gespannt wie du. Werden wir sehen. Und wenn jetzt sowas wie jetzt ist, dass ich es noch nicht erkennen kann, bis ich an der Kreuzung bin, mache ich dann einfach Freestyle oder frage ich nochmal den Prüfer? Der wird nichts sagen. Der wird genau das gleiche sagen, was ich jetzt gesagt habe. Also der sagt auch, ja, wenn nichts gesagt wird, immer geradeaus. Und dann schauen wir jetzt mal. Aber was meine ich ja? Wenn jetzt geradeaus nicht geht? Ja, dann fragst du rechts oder links oder entscheidest alleine. Wenn jetzt allerdings, ich sag mal, wenn die Prüfung fast zu Ende ist und du fährst trotzdem nochmal aus Versehen fast nach Dortmund, dann dauert die Prüfung halt ein bisschen länger. Ne? Das hast du dann selber entschieden. Achtung, wichtige Verkehrsmeldung. Aha, ein Falschfahrer. Das ist gut. Gut, dass wir schon wieder runter sind. Das werde ich bis heute nicht verstehen, wie man falsch rum auf Autobahn fahren kann. Das ist auch nicht. Da musst du auch wirklich wollen. Guck gar nicht, du musst eh stehen bleiben. 30, chill. So, und jetzt guckst du in Ruhe hoch. Wenn du sagst, passt, gut. Wenn passt nicht, passt nicht. Du bist Boss. Ich würde fahren. Dann mach. Nur gib dem Roten ein bisschen Raum. 30 wegen Straßenschäden, wunderbar. Wer die Straßenschäden hier nicht merkt, der merkt auch gar nichts mehr. Ja, kannst du Tempomat anmachen. Wenn es geht. Also wenn jetzt, ich sag mal, hinter dir keiner ist und von vorne keiner kommt, kannst du auch ein bisschen mittiger fahren. Einfach damit uns der Champagner im Kofferraum nicht kaputt geht. Champagner, wer trinkt denn sowas? Monetenbrause. Auch wo so ein, zwei Flaschen gehen. Wunderschöne Aussicht hier. So, wenn wir das gleich hier geschafft haben, dann fahren wir oben am Ende links. Hier kann man jetzt schon links, ne? Das sieht so komisch aus. Ja, ein bisschen abchecken. Frage ist ja immer, siehst du was, siehst du nichts? Das ist eigentlich die Kernfrage, die du dir immer stellen kannst. Wenn du nichts siehst, nimm den ersten und taste dich wieder rein. Genau. Lass dir Zeit. Schleif so gut du kannst. Shane. So ein Schild gesehen? Nein. Ich auch nicht. Kannst du hier einfach gute Fahrt weiterfahren. Spiegel, Schulterblick. Weil du hier vorbeifährst so. Welcher Gang? Zweite. Arbeiten Sie. Das ist wie der Sören, der mag, wenn du arbeitest. Wieder Spiegel checken, Seitenblick und wieder zurück. Und wenn der ganz auf der Straße steht, so wie vorne, dann nimmst du den Blinker mal dazu. Hätte gereicht, nur gucken. Es ist immer schön, wenn du an solchen Sachen, wo du unsicher bist, einfach einen Blinker mit benutzt. Wenn der Prüfer sieht, dass du einen Seitenblick machst, ist der lucky. Weil der will hauptsächlich sehen, dass du keinen Motorradfahrer mit wegklatscht, wenn der kommt. Jetzt wieder gucken. Dann fahren wir rechts weiter. Ist jetzt schon blinken. Ruhig wieder auch Kupplung. Man sieht ja gar nichts. Ne? Also easy. Nochmal blinken. Ja. Ja, guck schon ruhig in die Straße, nochmal einen Schulterblick lieber machen. Schön auf deiner Seite bleiben. Lohnt sich jetzt eigentlich nicht. Mach, sei nicht schaltfaul. Lohnt sich eigentlich nicht. Ich putze mir morgens auch die Zähne. Lohnt sich auch nicht, muss ich nächstes Jahr wieder machen. Ja, ein bisschen langsamer. Einmal kurz stehen. Geradeaus ist eine Sackgasse, siehst du das? Ja. Gut, fahren wir links. Erster Gang. Nochmal rechts vor links gucken und dann hauen wir ab hier. Du kannst bei einer Sackgasse immer fragen, wollen Sie da rein? Und wenn der Prüfer sagt, ja, ja, lassen Sie mal reinfahren, dann will er halt da drin umkehren. Ja. Kann er auch machen. Aber du kannst immer gerne darauf hinweisen und sagen, da vorne ist eine Sackgasse, soll ich da reinfahren? Und dann wird der Prüfer da schon irgendwas zu sagen. Erste Straße wieder raus. Ja gut, man kann den Kreisverkehr auch einfach besetzen, ja, wenn gleich frei ist. Du weißt Bescheid. Wenn der blinkt, würde ich fahren. Angetäuscht, was ist sie denn für eine? Gut, dass du so vorsichtig bist. Keine Ahnung, warum sie geblinkt hat. Ja. Ach, Kupplung drücken, ne? Arbeite lieber mit der Kupplung statt mit der Bremse.